Ja, fragen wir nach bei einem Experten, im Extremismusforscher, Professor Hajo Funke. Guten Abend nach Berlin. Herr Funke, war das eine erwartbare Entscheidung? Ja, eigentlich ja. Das hätte man schon früher machen können, aber das Bundesamt ist ja auch gehalten, das gerichtsfest zu machen. Die Sache ist eindeutig. Alle drei Organisationen sind gefährlich rechtsextrem und sie schüren Gewalt. Aber hätte das hier schon ein bisschen früher herauskristallisiert werden können? Sie haben eben gesagt, das muss gerichtsfest gemacht werden. Was waren denn jetzt die entscheidenden Punkte aus Ihrer Sicht? Also die junge Alternative ist seit langem im Blickfeld der verschiedenen Sicherheitsinstitutionen und ist die Kampforganisation, die rechtsextreme Kampforganisation der AfD, ist völkisch orientiert und widerspricht damit den Kernelementen des Grundgesetzes, der Menschenwürde, des Demokratie- und des Rechtsstaatsgebots. Und das ist sehr genau festgelegt worden, noch einmal vom Bundesverfassungsgericht in Sachen NPD am Anfang 2017. Und das Bundesamt selbst hat ja sowohl für die AfD wie für die Jugendorganisation Junge Alternative schon 2019 ein ausführliches Gutachten gemacht, das die Grundlagen auch für die heutige Entscheidung darstellt. Wie sind denn jetzt die Jugendorganisation und die Partei miteinander verflochten? Sehr eng. Also der Chef der Jungen Alternative ist im Bundestag und ist Teil der Fraktion und ist dort einer der sehr entschiedenen Redner, auch in Brandenburg, wo er aktiv ist. Und die Parolen sind rechtsextrem und hassschürend. Nicht? Wehrt euch, bildet Gemeinschaften, das sind Kampfsprüche. Und hat es denn jetzt dann auch Auswirkungen, wenn die so eng miteinander verflochten sind und jetzt diese neue Einstufung vorliegt, hat das Auswirkungen auch auf die AfD? Die steht ja schließlich auch unter Beobachtung. Indirekt ja, natürlich. Nicht formal, da hat Frau Faeser recht, aber indirekt ja. Es ist erneut sozusagen eine öffentliche Hinweis, passt auf, auch unter schwierigen Bedingungen der Migrationslage in Deutschland gerade, geht nicht auf diese rechtsextreme Orientierung ein. Sie ist gefährlich, sie führt zu Gewalt, wenn auch indirekt. Nicht, man muss dann nachweisen, ob jemand Einzelner tatsächlich gewalttätig gewesen ist. Aber es ist eine Gewaltsprache. Und diejenigen, die mit als gesichert rechtsextrem heute definiert worden sind, das Institut für Staatspolitik, ist im Grunde die Chefstrategie der Rechtsextremen in Deutschland mit Götz Kubitschek und seiner Gruppe und auch der entsprechenden Zeitschrift Sezession. Und wie tief wirken die denn tatsächlich in die Gesellschaft jetzt schon hinein? Denn Sie beobachten ja nicht nur die Organisation, sondern auch ihre Wirkung. Das ist sehr unterschiedlich. Also Brandenburg habe ich genannt, Thüringen könnte ich nennen, Sachsen könnte ich nennen, Sachsen-Anhalt, aber auch im Westdeutschland. Sie haben einen ziemlichen Einfluss vor Ort, auch in der Förderung von Gewalt. Also gefährlich für ein vernünftiges und angstarmes Zusammenleben, insbesondere hinsichtlich von Migranten, Geflüchteten. Sie sehen ja, die Angriffe auf Flüchtlingsheime, die wieder zunehmen. Das ist zwar indirekt, aber die Ideologie ist so klar, dass man sagt, die müssen raus. Und Björn Höcke gehört zu denen, die sagen, Millionen müssen raus. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, gerade wegen der Gewalt, nicht für den Bestand der Demokratie. Sie werden absehbar keine Macht haben in den Exekutiven von Land und Bund. Aber drunter ist die eigentliche Gefahr, jedenfalls in Deutschland, was rechtsextreme Organisationen und ihre Ideologie in der Öffentlichkeit anlangt. Also genau hingucken, gerade bei diesen Organisationen der AfD. Der Bundesverfassungsschutz hat das getan. Professor Hajo Funke, herzlichen Dank für Ihre Einordnung. Gerne. Ja.